ein Auto hat. Du willst mich verarschen, ne? So, und es geht weiter mit einer neuen Folge LS15. Mit dem Shadow Dead und der Pilot, der ist auch dabei, aber nicht im Spiel. Der ist nur im TS. Und die Zeit habe ich schnell gelassen, damit das Feld hier schon ein bisschen wächst und ich wollte eigentlich drobern gehen. Du kannst jetzt eigentlich eine Mission fahren. Natürlich, jetzt ist der Mini-Streifen eigentlich fertig. Du kannst jetzt eigentlich eine Mission fahren. Ja, soll ich das jetzt Lager tun oder? Wir haben nur noch 929 Euro. Ja, dann tue ich es ins Lager und mache eine Mission. Wie viel Geld hast du eigentlich gerade? Null. Hm, okay. Ich bin arm. Ja, ich bin auch arm. Sobald das hier fertig ist, stelle ich die Zeit runter, das fällt. Du kannst dir immer noch ein iPhone 6 Plus mit 128 GB kaufen. Nein. Doch, das kostet nämlich 899 Euro. Soll ich mir das kaufen? Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr iPhone findet. Scheiße. Scheiße. Ihr wart nicht gefragt, so wie ihr iPhone findet. Und ja, dann will ich mal schauen. Also manche finden es super und es ist gerade irgendwie voll neblig. Ist es jetzt Nacht? Haben wir noch Mais im Lager? Ist es jetzt gerade Nacht oder ist es einfach nur? Es ist morgen, glaube ich. Wir haben noch 800 Liter Mais im Lager. Oh, wir haben Ich würde sagen, das ist nicht mehr Nacht. Ja, gut. Morgen früh. Nachfragemission. Liefern Sie die vor dem... Ja, das ist irgendwie die Zeitspanne. Der sagt zwar, das sind noch 9 Minuten oder so, aber du hast unendlich Zeit, das hinzubringen. Ja. Und ich nehme die dann einfach nach. Ich glaube, dass 9 Minuten, bis die Mission abläuft. An dem Schild. So. Du musst ja bis zur Reederei. Ja, ich musste letztens auch quer über die Map fahren. Das musst du ja, jetzt von unten rechts bis oben links. Ja, hau raus. Wir haben nur noch 701 Geld. Und der Mais ist schon so gut wie fertig auf einer Seite. Du musst wohl einen großen Traktor nehmen, um den zu ernten. Sonst kommst du nicht berghoch. Das ist ein gerades Feld. Trotzdem. Wir haben keinen großen Traktor. Ja, du hast ja einmal diesen Hürlimann und den anderen. Du musst den anderen nehmen. Der Hürlimann packt das nicht. Der Welchen? Ach, du meinst den Deutz. Ja, genau, den Deutz musst du nehmen. Ja, den Deutz fahre ich gerade mit dem Grubber. Ja, da musst du dir dann nachher das Teil und den Hänger dran hängen. Ja, klar. Ja, wir wollten uns ja auch noch... Ja, wir wollen uns so vieles Neues kaufen. Ja, wir sind ja auch erst am Anfang unserer Reise. Leider. Reise? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist eine Reise... In die Fantasie. Wir spielen ein Farmspiel. Ja. Farmrama für Anfänger. Farmerame für Fortgeschrittene. Nein, das ist für Anfänger. Guck dir Farmerame an. Ist das hier Farmerame für Fortgeschrittene? Ja, gut, das. Aber. Egal. Das gab's mal auf RTL. Das erklärt schon alles. Und welche die Farmerama-süchtig sind. Mitten im Farmerama-Leben? Ja, die mussten jeden Tag ein paar Stunden Farmerama spielen, haben die immer zusammengespielt, weil das so ein Paar war und dann fühlten die sich voll glücklich. Das fanden die besser als irgendwie einen Film zu toten Geld und irgendwas zu machen, was halt Leute machen. Normale Leute. Machen die Menschen, normale Menschen. Ey, du, die sind auch nicht normal. Eben, das kannst du doch nicht beurteilen, oder? Vielleicht komme ich nur ins Spiel bald aber auch. Fandest das doch so mir. Total scheiße. Ach, solange man da Leute überfahren kann. Man kann keine Leute überfahren. Doch, man kann Leute aber damit mobben, wenn man überfahren möchte. Nein! Das ist so wie GTA für Arme. Genau. Oder ja, GTA für unter 18-Jährige. Also ich zwinge euch gerade was in die Kommentare zu schreiben, deswegen sag ich jetzt, was haltet ihr von GTA für die PS4 mit der Edo-Perspektive? Ich find's voll geil und will's mir unbedingt holen. Ich finde es ein bisschen unnötig. Irgendwie. Ja, Dude, aber irgendwie, es hat voll das geile Gefühl beim Autofahren. Fühlt sich total anders an. War diese Third-Person-Perspektive so ein Markenzeichen bisschen? Ja, du kannst doch auch, du kannst ja beides machen. Du kannst ja beides spielen. Ja. Wenn dir das nicht passt, dann spielst du das so. GTA-Scheiße finde, aber die First Person. Wir haben nur noch 297 Geld und ich muss die Zeit runterstellen. Wir haben ein kleines Problem gerade, Felix. Ich dachte schon, oh Gott, der hat GTA gehittet, aber. Mais ist fertig. Ja, dann ernte ab. Die Frage ist nur, du musst mit einem Hänger neben mir herfahren, das ist das Nein, Problem. Du kannst den Hänger hinten dran hängen. Ja? Ja. Ah ja, das stimmt. Funktioniert. Ich hab's extra. Dann höre ich jetzt mal auf mit dem Trubbern, ne? Ja.
und lädt das einfach ein. Unsere Traktoren sind so dreckig. Und? Die gehen ja nicht kaputt davon. Billig. Wir haben einfach, wir können uns, obwohl das Wasser ist hier, glaube ich, übertrieben teuer. Ich habe das gar nicht gemerkt. Also ich habe ja mir so einen Test-Account, was heißt Test-Account? Ich habe mir so einen Account gemacht, um mal halt alles ausprobieren. Wir können den nicht anschließen. Ausprobieren können, wie? Ich wette mit dir, wir können den nicht anschließen. Ich sehe gerade die Verbindung und wir können den nicht anschließen. Doch, geht doch. Hä? Das hat doch vorne so eine Kupplung. Ja, und? Ach so, wir haben da einen Stecker. Ah, ich sehe es gerade erst. Ja. Ja, nee, bei manchen Traktoren tut man den nicht anschließen. Wo ist denn der Hänger? Der hängt an dem Hörlimann dran. Wo ist der Hörlimann? Der steht neben der Silo-Ablage. Ich sehe es. Wenn ich einen garantiert nicht fachkundigen Kommentar bringen kann, hört man mich ziemlich geil. Hörlimann ist der schlechteste Traktor in diesem Game. Obwohl, es gibt auch einen zweiten. Hörlimann, der ist gar nicht mal so schlecht. Das stimmt. Obwohl für den Anfang. Traktor von Hörlimann. Für den Anfang sind die gar nicht schlecht. Ja, klar. Also die Marken gibt's alle. Es gibt hier in dem Spiel, das muss man sagen, lest euch die Beschreibung von dem Teil hier durch. Ich habe da alle, glaube ich, fast alle Marken aufgezählt. Und warte, ich dir mal in den Shop. Wenn man hier auf Kategorien auf Marken umwechselt, ich zeige euch mal, wie viele Marken das einfach nur sind. Das ist so krass übertrieben. Wahrscheinlich geht da das komplette Budget des Spiels rein. Ja. Markenrechte. Ich finde das irgendwie unnötig, wofür man in dem Spiel Markenrechte hat, weil eigentlich ist das ja Werbung für diese Marke. Ja, ich werde mir so einen Traktor kaufen. Ja, aber... Lol. Ne? Ja, nee, aber das ist ja bei allen Sachen so. Darf's ja auch, darum sind ja auch in den ganzen Free-to-Play-Spielen, die Waffen heißen ja nicht so wie in Wirklichkeit, weil du dafür auch die Rechte brauchst. Richtet sich das Rohr eigentlich... Das Rohr richtet sich automatisch aus, ne? Autos, bei Autorennspielen, ich finde, da sollten die Autos immer heißen wie die Marke. Und dann... Ich würde mir das Auto wahrscheinlich sogar kaufen, wenn ich das gut finde. Fehlt es dir schon mal aufgefallen? Der richtet sich automatisch aus. Ja. Geil. Schneidewelt so senden, Rohr anmachen. Ja, ich werde jetzt. Wie viele Reihen? Ich wette nicht, ich kann nur 3 Reihen mitnehmen. Ich wette. Also, ich habe es geschafft, 4 mitzunehmen, aber. Ich würde es nicht unbedingt immer drauf anlegen. Ja, gut, das stimmt. Ich fahre gerade meinen großen Boden, weil ich gerade fahren will. Und dann probieren wir, der war, glaube ich, von der Marke Ponse. Probieren wir das mal aus, ne? In der wievielten Folge seid ihr eigentlich inzwischen? Die 7. oder 8. sein? Ich meine, das wäre die 8. Okay. Und wie viele sind bisher schon ausgestrahlt worden? 4, oder? Also wenn dieses Video gesehen wird, dann sind schon alle ausgestrahlt bis zu diesem Video. Mein Internet leckt wieder. Ja, geht. Gut, dann ernten wir mal mit dem Teil ab. Das Teil ist irgendwie geil. Ich habe es sogar nur 2 Reihen mitzunehmen. Oder so, ne? Ich habe es gerade sogar nur 2 Reihen mitzunehmen, weil ich es kann. Du bist der Boss. Ich steche einmal durch, dann kann ich nachher in. Obwohl, ich habe hier noch nicht alles fertig. Mist. Fail. Wie langsam fährt der? Langsam. Ich kann nicht durchstechen, weil einfach das Feld zur Hälfte nur fertig ist. Aber ich will es auch nicht verdorren lassen. Ja, du kannst die Zeit ja auf 15. Ja, du, man muss ja zudem, der Traktor ist ja auch ziemlich langsam. Mit einem T8 geht das richtig schnell ab. Ich finde den T8 am schönsten hier in dem Spiel. Vom Traktoren her. Jetzt müsste ich wissen, wer der T8 ist. Aber ja, schau mal im Shop nach. Ich finde, das ist der schönste Traktor hier im Spiel, weil der auch nicht diese Ketten hat. Der T9 hat schon die Ketten, also nur hinten, und nachher haben die nur noch Ketten. Und ich weiß nicht, das ist zwar so gesehen praktisch, aber ich finde es irgendwie der nicht so T8, geil. Ja. Der Traktor mit Ketten. Ja, der hat hinten Ketten. Vorne auch die besseren nachher. Also der letzte hat vorne und hinten Ketten und ist in der Mitte sogar noch beweglich. Genau. Ich weiß nicht, wofür, aber ich schätze... Nee, der kann ziemlich viel ziehen. Grip zu haben. Nein, schau mal, wie viel FPS... Wie viel PS der hat. FPS geht natürlich auch in so einem Spiel. Komm, ich fahr dich um. Also schreibt mal in die Kommentare, wie viel FPS euer Auto hat. Du willst mich verarschen, ne?
Du wirst mich echt verarschen, ne? Das ist wieder der Shadow, der sucht wieder was, was ich vors Intro schneiden kann. Ja. Warum ist dir das Schild umgefahren? Das war ich, tut mir leid. Deswegen haben wir so viel Geld, du musst dafür Strafe bezahlen. Wir haben noch 283. Was mir gerade mal auffällt, wir kriegen mehr. Sehr viel Ertrag hier raus, ne? Ich habe jetzt schon 27% voll. Ja, das gibt unglaublich viel Ertrag. So, jetzt haben wir wieder mehr Geld. Du hast 3000, ich habe irgendwie 4000. Nee, ich habe 4000. Ich habe auch 4000. Was kaufen wir uns eigentlich als nächstes? Den Acroliner oder? Weiß ich nicht. Brauchen wir überhaupt einen neuen Traktor? Das ist kein Traktor. Oder, ja, aber... Anhänger. Ja. Ja, Acroliner. Ja, auf jeden Fall den. Den brauchen wir auf jeden Fall. Größerer Anhänger ist immer gut. Weil ich habe jetzt gleich, ja, der ziemlich viel Ernste. Und dann haben wir auf jeden Fall Silage. Die können wir nachher auch benutzen, um Kühe zu füttern. Aber hauptsächlich verwenden wir das jetzt erstmal für die Biogasanlage. Aber dann brauchen wir hier eigentlich nur so eine Schaufel kaufen für unseren Frontlader. Und dann können wir damit, würde ich mal sagen, direkt... genau. Schaufeln wir, der Radlader ist noch was teuer, da wollen wir uns eher noch einen besseren Mähdrescher kaufen. Oder wir holen uns den Fenders Stadt. Wie teuer? Die Maschine kostet 52.000. Wie groß ist die? Welche Arbeit? 6 Meter Arbeitsbreite, also doppelt so viel wie die Pöttinger. Das ist auch schon was. Ja, keine Schaden für die großen Felder. Kann keine Mais säen. Das ist das Problem. Ich würde sagen, wir können nachher auch mal ein paar Helfer einsetzen, weil bei so ganz großen Feldern regt das, glaube ich, schon ziemlich auf. Ich hätte da oben auch, glaube ich, schon eine neue Mission annehmen können. Du brauchst auch keine Mission, du kannst auch weiter grubbern, obwohl wir gerade, da müsstest du den Hurley-Mann nehmen. Ja, ich mache einfach mal weiter Mission. Ja, kriegen wir schnell Geld. Du hast ja gerade eben 7000 einfach mal eingebracht. Ja. Eine Frage, läuft das Spiel über Steam? Ja, auch. Ja, aber wir spielen es gerade nicht über Steam. Wir spielen jetzt über CD, wir haben uns das auf CD gekauft. Aber man kann das auch auf Steam spielen. Ja, also das wusste ich gar nicht. Ja, kostet auf Steam aber, glaube ich, 26,99 und wir haben das jetzt für 24 Euro gekauft. Ich glaube, bei Mediamarkt war das aber auch im Angebot. Ja. Weil da waren auch GTA-Spiele, PS4-Spiele für 60 Euro, die sonst 70 kosten. Wer holt sich Minecraft für die PS4? Ich nicht. Ich auch nicht. Das kostet 24 Euro. Unnötig. Ist da mein T-Shirt dabei? Nein. Nur bei der Xbox. Nur bei der Xbox. Ist aber echt auch so. Nur bei der Xbox 360. Weil das halt für die Xbox gemacht wurde. Ich finde es ja immer noch relativ lustig, dass Microsoft auch mal so Microsoft gekauft hat. Ich frage mich zwar warum, aber... wahrscheinlich da kommt Minecraft 2 raus. Wow, was soll man jetzt? Es ist einfach nur, naja, die wollen da die Fans dann weiter... Solange es eine neue Engine hat? Oder alles überhaupt eine Engine hat? Überhaupt eine Engine, seht du da an. Und am besten so eine Engine... auf die Konsolen. Aber ich hätte gerne eine Engine wie bei Landwirtschaftssimulator, die einfach mega den Mod-Support hat. Weil in Landwirtschaftssimulator, du kannst einfach deine Mods selber programmieren. Und vor allem kann man die direkt so einfach ins Spiel einbinden, das ist ziemlich geil hier gemacht. Vor allem muss man sagen, die Animation hier von dem Mais zerstören sind ziemlich geil. Mein Anhänger ist schon gleich voll. Ja, dann kannst du ihn wegbringen. Ja, ist noch ein bisschen. Bin da, wenn der voll ist, dann hole ich mir einen LKW, Traktor und bringe den weg. Ich kann auch selber wegbringen, ich kann nämlich in der Zeit nichts machen. Stimmt, dafür bräuchten wir noch einen Anhänger. Haben wir mal einen, der da ist und einen, der wegfällt. Was ich mich wohl mal frage, wenn du kannst ja mehrere Anhänger wie in der Folge 6 zu sehen. Ja. Ich habe mehrere Anhänger hintereinander. Ich frage mich, wenn man dieses Gerät hat, ob der dann auch weiter nach hinten, obwohl das glaube ich nicht. Zwei weiter nach hinten, also der füllt dann zwei Anhänger auf. Ah ja, aber zumindest so der gerade große, nicht, ne? Der Pokémon BX oder wie auch immer der heißt. Wir holen ja auf jeden Fall Ertrag. Ich habe noch nicht mal die Hälfte des Feldes und gleich ist der Anhänger voll. Das hatten wir bei, Weizen? Nein, aber das liegt daran, dass der häckselt ja nicht nur, der nimmt ja nicht nur die Körner, sondern der nimmt alles, also die komplette Frucht sozusagen. Auch das Grünzeug, was da dran ist. Ja, stimmt, deswegen Silage. Hatte ich auch so meine Probleme mit.
Weil ich den falschen Drescher hatte. Oder Maisdrescher da. Der letzte ist es nämlich, den man dann nehmen muss. Wenn man den Trost, ich wollte jetzt unbedingt den Trosten, also ich glaube, man kann auch noch andere dazwischen nehmen, aber... Nee, das ist nur der. Also den oder den kleinen, den du jetzt hast. Hey, dann ist das ja einfach nur richtig scheiße, weil du dann richtig viel Geld brauchst. Ja. Aber du machst ja auch richtig viel Geld. Ja gut, das stimmt. Zwar dauert das jetzt hier ein bisschen und ich sehe auch gerade, dass der Part auch leider schon wieder zu Ende ist. Mach mal meine Mission fertig. Dann kriegen wir wieder Geld. Ah, wir sind schon über Zeit, deswegen schau ich mal auf die Tür. Ich muss nur um die Kurve fahren. Ja gut, darauf warten wir jetzt noch. Ja, darauf warten wir jetzt noch in der Zeit. Drei. Vier. Ja. Fünf. Wow, das war Geld. Ich frag mich mal ganz kurz, ich habe jetzt 6.500, wenn ich jetzt separates Konto ausmache, habe ich 12.000. Das wollte ich wissen. Ich wollte nur wissen, nehme ich 6.000 jetzt weg. Nein, ich wollte nur wissen, ob das weg ist. Das wollte ich wissen, ob das grützig wurde. Mit 6.000 Euro, die ich hatte. Ja, egal. Super. Das war's für diese Folge. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Part. Ciao. Ja, tschüss.